Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships auf dem EU-Server. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe gewechselt. Was mir auch viele Leute geraten haben, weil es einfach wirklich besser ist. Abgesehen davon, dass die Leute natürlich auch drauf auf dem EU-Server spielen. Naja. Ja. Wir wollen heute mal mit der Phoenix mal eine kleine Runde drehen. Ja, dazu muss ich aber allerdings noch ein paar Sachen aufmotzen. Nom, 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 nom. Ich weiß, man sollte eigentlich erst den Rumpf machen, ne? Aber ich mach das jetzt mal nicht. So, haben wir ein bisschen aufgemotzt, das Stück. Das gute Stück. Das Miststück, wie auch immer. Nee, das Miststück war die Kuma. Ja. Wollen wir auch gleich mal in die Gefechte reinschleimen. Und mal schauen, was passiert. Das ist natürlich schön, dass es auf dem EU-Server hier, wie gesagt, wahnsinnig schnell geht. Obwohl ich auch schon, hatte ich auch gestern, nee, Quatsch, wann war das? Samstag, Vormittag? Nee, Quatsch, halt mal. Gestern war ja Samstag. Nee. Ja, ihr seht es jetzt auf Montag, aber dann war das Freitag. Habe ich Freitag Nachmittag, oder Freitag, später Nachmittag habe ich gespielt und da habe ich 5 Minuten in einer Warteschleife da gesessen. Oder im Warteraum, wie auch immer man dazu sagen will, in einer Lobby. Und das war natürlich nicht so prickelnd. So. Wollen wir mal googeln, wo uns die Winde hintreiben, ne? Aber einige von euch haben mir auch geschrieben, dass die Geräuschkulisse ein bisschen zu laut ist. Also ich hoffe, ich habe das jetzt ein wenig reduziert, so dass man mich jetzt vielleicht besser versteht. Gut, der eine will mich gar nicht verstehen, ne? Der will einfach nur gucken, wie geballert wird. Der andere aber will auch mal hören, was noch gesagt wird. Oder wie ich fluche, wenn es ab und zu mal so weit ist. Naja. Gut, also oftmals rede ich ja wirklich auch nur Müll. Torpedos sind fertig, wunderbar. Ne, Müll reden, wie gesagt, gehört auch mit dazu. Wenigstens ein bisschen. Was macht er jetzt hier? Er dreht hier erstmal ab. Guckt, ob da was ist. Aber ich bin mal wieder ein bisschen lebensmüde und rausch hier voll rein. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Gut, habe ich auch schon oft bewiesen, dass es oftmals das Letzte, das Erste und das Letzte war, was ich getan habe. Schnell vorpreschen ist immer ein Fehler, aber manchmal ist es halt so. So, da kommt der erste Kundschafter. Ganz toll. Ja, mal gucken, was hier jetzt ausgeschippert kommt. Schon mal bereit machen hier. Wir brettern jetzt einfach mal eine Salve so weit rein. Sicher ist sicher. So, da kommen die ersten Torpedobomber. Our team has taken the lead. Sie versuchen mich von der Seite anzugreifen. Das wird denen garantiert auch gelingen.
lieber zwei Treffer als... Problem solved, Sir! Komm, dreh dich schneller hier. Ah, verflucht! Ja, Shit happens, nicht wahr? Und meine Torpedos treffen auch nicht, weil die dumme Ratte wieder weniger Gas gegeben hat. Ja, war klar. Ich verfluche dieses Spiel, also wirklich. Da ist die Cleveland wirklich mein Lieblingsschiff, also... Da freue ich mich auch schon wieder, wenn ich das Ding habe. Oh, du Idiot. Oh, du Idiot. Oh, 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 von den eigenen Torpedos. Oh, der wird fluchen. Der wird fluchen. Und ein anderer wird sich freuen. Und zwar er. Verflixt und zugelegt. Ja, aber wie gesagt, so ist es mir auch schon so oft gegangen. Aber dass mich eine komplette Salve so zerlegt hat aus den eigenen Reihen, das ist wirklich schon wirklich böse. Aber naja gut, wollen wir hier mal nicht länger rumhampeln. Wir wollen mal schauen. Naja, Flugzeugträger könnte ein bisschen langwierig werden. Ne, wir nehmen mal die Kawachi. Ja, Gesundheit, danke. Hatte ich da schon? Ja, da habe ich schon alles. So, die Kapitänspunkte habe ich insofern schon. Ach, da können wir das Ding auch nochmal schnell aufrüsten hier. Was man hat, hat man. Module habe ich schon alles gemacht. Und ich möchte ja der Kawachi auch mal vorankommen. Dass ich von dem Ding auch wegkomme. Na gut, mal gucken, wie diese Runde jetzt mal dauert. Bin ich sehr gespannt. Battle starts. So, mal wieder erstmal schauen, wo die anderen hin sich verdrücken. Ich tippe mal, wir werden alle so zwischen B und C gehen, aber... Ja, doch, sieht sehr danach aus. Wird meine Richtung genauso aussehen. Ja, das Waffen auf relativen Kurs. Ist kein
kein Mod oder irgendwas, sondern da sind die Waffen jetzt fixiert auf diese, auf diesen Sektor, sag ich mal, also auf meine linke Flanke sozusagen. Weiß nicht, ob das Backbord, Steuerbord ist, ich weiß es nicht. Kenne ich mir nicht mit aus. Also brauche ich wesentlich andauernd hier mit der Maus immer die rechte Maustaste zu drücken. Das geht mir nämlich auch auf den Keks. Wenn ich das wieder, ups, wenn ich das wieder wegmachen will. Wieder nicht in Reichweite. Also das nervt mich natürlich, dass die Reichweite hier so gering ist, obwohl die schon verdammt groß ist, aber... immer noch zu wenig. The enemy team has taken the lead. Aber wir kommen den ersten Schüssen immer näher. Kommt doch schon gefährlich nahe, aber dreht vorher ab, die Sau. Ah, verflixt. Jetzt ist er ganz knapp in Reichweite, naja. Aber er dreht schon wieder ab. Du Hund! Bleib hier! Na also. Oh, Zitadellentreffer. Die kriege ich im Moment irgendwie erstaunlicherweise recht häufig, aber. Oh. Komm schon, komm schon! Mann. The enemy team has taken the lead. Oh, das gibt's doch wohl nicht, oder? Nicht ein, danke. Nee, muss ich wieder umwechseln, das ist ja... Ja, das ist natürlich jetzt das verdammt langweilige hier. Warten, bis man wieder die Rohre voll hat. Also nicht die Hose voll hat, sondern die Rohre. Oh. Der ist zwar schon Geschichte, aber wo ist denn jetzt der andere? Der ist auch erledigt, okay.
Jetzt will man natürlich nicht den Tag vor dem Abend loben, aber das sieht gut aus, dass man die Runde gewinnt. Aber mal abwarten. Da tummeln sich natürlich jetzt alle bei A rum. Our team has taken the lead. Ja, mal gucken, wie lange das Spielchen noch geht. Oh, seht ihr? Jetzt haben nämlich die schon wieder die Führung übernommen. Weil sie schon wieder irgendjemand abgeknallt haben. Also ist nicht viel Führung, aber es könnte reichen. Also ist absolut. Jetzt holen wir wieder ein bisschen auf. Also das nimmt sich immer nichts. Wie gesagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist doch mal das Blöde bei den Schlachtschiffen. Also die haben echt 10 Knoten weniger als die kleineren Schiffe, logischerweise. Und das macht verdammt viel aus. Das ist tatsächlich der Runde. Okay. Schon schön, dass ich schon drauf schießen kann, aber auch nur weil er gerade schon in Reichweite ist, aber das hilft mir nicht. Da kommt das nächste Schlachtschiff um die Ecke geschippert da hinten. Ich würde ja viel lieber ihn hier nehmen, aber an den komme ich nie ran. So, auch so. Das passiert natürlich auch. So, also gut. Unten rechts in der Ecke ist irgendwo der Flugzeugträger. Richtung hier drehen. Okay, so viel zu ihm. Ach Mann. Und die da unten kümmern sich um den Flugzeugträger, okay. Our victory is in sight.
kleine, aber feine Treffer, ne, wa? Einer geht gegen Berg und der andere geht ins Wasser. Na, war ja halt zu erwarten. Was haben wir denn hier vor uns? Eben würde ich ganz gerne mit einer vollen Breitzeit erwischen. Na, verflixt und zugenäht, ey. Ja, hätte ich mal vorher geschossen. Oh Mann, der Part hat schon wieder Überlänge. Das tut mir leid, aber... Wenn die Runde hier so blöd lange dauert... Völliger Schwachsinn. Das war ja nur totaler Affenschiss. Schon wesentlich nur eine Salve will ich noch abgeben hier. Jetzt versteckt die Sau sich dahinter am Berg, na klasse. Da komm, was soll der Scheiß? Ah, naja, gut. Immerhin ein bisschen was gekriegt. Gut, und damit wir es jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen müssen. Ja, ein bisschen was haben wir bekommen, super. Ja, nee, sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. So könnt ihr mir wirklich so sehr gut helfen. Ja, schaut doch mal bei Twitch vorbei. Gibt's auch immer schöne Livestreams, aber wie gesagt, nur am Wochenende. In der Woche schaffe ich's nicht. Ja, dann schaut auch noch, euch auch noch meine anderen Videos an. Es sind viele interessante Sachen dabei. Da kommt auch jetzt demnächst immer mehr. Dauert nicht mehr lange, ein paar Tage. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ben Hoshi.